ja, was für ein ganz normaler Tag. Halloween, heute einfach mal nicht gruselig. Ja gut, bis auf den Kollegen hier, aber so sehen wir eh alle aus, oder? Hallihallo, hallöchen Leute, ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, von Brody, eurem Brody. Ja! Ich hatte heute mal Bock auf was anderes, nämlich eine Sache, die ich noch nicht auf meinem Kanal angeschaut habe, ist Stop Motion. Neben herkömmlichen Animationen noch meine andere Art und Weise, Kunst zu erschaffen, Filme zu kreieren, mit so Halterungen und so, um Stück für Stück jedes Bild so zu bewegen, dass es am Ende eine flüssige Bewegung gibt. Bin auch riesen Fan davon und vor allem auch wurde mir viel von diesem Film Coraline erzählt. Diese Knopfaugen, die kann ich von Memes und sowas. Bin mal sehr gespannt auf die Story. Und apropos Horror, aktuell auf meinem Gaming-Kanal, mein Drittkanal Brötchen, spiele ich sehr, sehr viel Horror-Games. Wenn ihr mich sehen wollt, wie ich leide und schreie, lasst kein Abo da. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir rein da. Coraline. Oh, schon ein richtig gruseliger Vibe, ey, fühle ich. Der Film ist übrigens auch Oscar nominiert. Heute werden wir herausfinden, ob es das wert war. Aber auch sehr spannender Anfang von dem Film, dass direkt alle Namen so gezeigt werden nur. Dezent gruselig. Kommt immer wieder, das ist diese Stop-Motion. Das hat so was ganz anderes nochmal. Das sind ja alles echte Stoffe, echte Materialien, die Stück für Stück ineinander fotografiert wurden und dadurch ein Film gemacht wurde. Das heißt, es sieht echt aus, ist es ja irgendwie auch. Das Ganze wird so animiert irgendwie und wird irgendwann sein Leben eingehaucht. Oh. Genauso gehe ich an, sind wir schlafen. Heißt, er hat ihn da rein rausgeholt und macht jetzt alle wieder rein, oder wie? Boah, das sieht so gruselig jetzt schon aus irgendwie. Ihr kennt es wahrscheinlich nicht, aber diese Hand erinnert mich voll an den Prototypen von Poppy Playtime. Auch so ein Horror-Game, was ich am Gaming-Kanal gespielt habe. Was ist dieses schwarze Viech? Excuse me? Oh, das ist aber noch nicht mehr benutzt, wenn es so verstaubt war. Wieso macht das nicht regelmäßig? Wir sind alt zurück. Crazy Intro. Das mache ich morgens mal vom Aufstehen. Pink Palace. Palaz. Palast Apartments. Frisch eingezogen, wie es aussieht da. Rollator hochgefahren aus dem Keller, ey. Bester Platz, um da zu wohnen als Rentner im Keller. Also mehrere Wohnungen drin. Apartment A, B, C. $1 Trinkgeld. Spendabel gewesen hier. Coraline ist sie wahrscheinlich, ne? Die vor ins All geschmissen wurde mit den Knopfaugen. Das Intro hat nicht viel mit der Story zu tun, denke ich mal. Das habe ich als Kind auch nie wirklich gecheckt. Ich habe es auch gemacht, aber ich habe es nie wirklich gecheckt. Da sollst du irgendwie was finden können. Irgendwie Wasser, glaube ich. So eine Wünschelrute. Augen zu und dich danach leiten lassen, wo sie sich hinführt. Eine schwarze Katze. Verspricht schon Unheil auf jeden Fall. Hallo? Hallo. Au. Oh. Ich würde sagen, gutes Aim, aber die arme Katze. Noch direkt ein Pilzkreis, wo sich reinstellt. Direkt verflucht. Hier soll irgendwo ein alter Brunnen sein und den suche ich. Ja, Wasser, siehst du? Sie sucht mir ein bisschen rohes Wasser. Redest wohl nicht, hä? Wie soll der Katze reden, hä? Hä, was ist das denn? Achso, plötzlich das Gewitter auch noch. Wie viele Horrorszenarien willst du durchspielen? Ja. Hat er keine Haut? Ah, ne. Ah, ist ein normaler Junge. Wie asozial war der Typ? Der hat sie weggekickt einfach. Ich bin aus Pontiac. Hä? Michigan. Okay, also die typische Story von Mädel aus der Stadt zieht aufs Land irgendwo hin und trifft dort auf die Eingeborenen. Wo ist der geheime Brunnen? Wenn du zu fest aufstammst, fällst du rein. Oh. Oh, unter dem Pilzkreis war der Brunnen. Ja klar, Pilze wachsen ja da, wo es feucht ist. Und beim Brunnen ist feucht. Meine Oma, hier gehört der rosa Palast. An Leute mit Kindern vermietet sie sonst nicht. Heißt der nicht Pink Palast? YB? Das ist die Abkürzung von Y-Born. Y-Born ist auch so ein Kackname. So, warum geboren oder was? Warum war ich nicht geboren? Mit dem Namen bestraft fürs Leben. Der hat auch mal Probleme mit seinem Rücken, oder? Wenn ich so Leute sehe, die so rumlaufen, denke ich mir immer so, oh Gott, ich laufe ja selbst so rum, muss mein Kopf wieder gerade machen. Zieh dir beim nächsten Mal Handschuhe an. Wieso? Weil deine Wünschelrute da, das, ist Gifteiche. Ah! Oh, das sagt ihr aber echt früh auch. Wow. Na, ich hätte ihr Leben gerettet. Nachträglich irgendwie. Auch am Anfang überfahren erstmal, aber egal. Hätte ihr den Brunnen gezeigt. Oh nein, Ausschlag jetzt von der Gifteiche. Darf ich rausgehen? Bei Regen gibt Schlamm, Schlamm macht Schmutz. Ihr verdient beide euer Geld mit Büchern über Pflanzen und ihr hasst Schmutz? Spannend irgendwie, ja. Die schreibt ja auch Bücher da über Garden Life. Aber selbst baut sie nicht an, oder was? Sieh mal, was ich in Omas Truhe gefunden habe. Oh, das ist die Puppe, die ins All geschmissen wurde. Puppe von ihr selbst. I love Mulch steht da drauf. Ah, Mulch. Rittenmulch heißt im Englisch auch Mulch, Mulch. Wie geht das Schreiben voran? Die haben echt ein spaßiges Leben auf jeden Fall. Auch irgendwie ein Problem im Rücken. Sicher, dass sie nicht mit YB verwandt ist oder so? Es schüttet doch draußen. Was hat der Boss gesagt? Der Boss, ja. Dann kann er, dass er erstmal die Mutter fragt und dann nochmal den Vater.
Ja. Geh los und zähl alle Türen und Fenster und schreib es auf. Guck mal, da sind die Eltern heutzutage froh, dass es sowas wie Handys und iPads gibt. So wurden auch die iPad-Kinder großgezogen. Einfach Handy in die Hand, Tablet in die Hand, die sind ruhig und still. Damals mussten die Eltern sich noch andere Sachen überlegen, um die Kinder zu beschäftigen. Aber wenn es doch PCs gibt, gibt es doch einen PC zum Zocken oder so. Wenn es regnet, kann man eh nicht viel machen. Mal einen Fernseher an, gibt's wahrscheinlich auch schon. Mit der Handzeit quatscht die. Was ist mit der? In ihren entzündeten Händen da, mit dieser Eiche da. Noch die Insektenkacke da rein. Ah, das ist mir aber auch schon mal passiert. Da wollte ich was einchecken, mein Glas. Und dann ist es von oben runtergekommen. Ja, geil. Oh, ist ein Teppichrätsel gelöst? Ist diese Tür aufgegangen? Nein. Nein, nein, nein. Warum ziehen sie auch aufs Land, wenn sie am PC arbeiten müssen, am Strom? Nicht drücken. Oh. Ich habe ja zwischengespeichert. Mutters Schneekugeln? Die sammelt Schneekugeln? Detroit Zoo. Der Michigan, da kommt sie ja her. Was für hässliche Bilder auch. Furchtbar langweiligen Gemälde. Ich würde nicht langweilig sagen, ich würde sagen gruselig und hässlich. Türen. Oh, die Puppe. Die ist gewandert. Okay. Eine Tür. Ja, der Vater hat ja gesagt, es soll erkunden. Wohin führt diese Tür hier? Ich habe wirklich gerade sehr viel zu tun. Hat die auch keine Schule, wenn die Eltern arbeiten müssen? Hast du dann irgendwie Ferien oder sowas? Hörst du auf, mich zu nerven, wenn ich diese Tür für dich öffne? Ja, die ganz kleinen Katzenaugen. Oh, Knopfschlüssel auch noch? Wie passend. Also mit Tapet einreißen, perfekt. Ziegelsteine? Ah, geil. Zumauern und dann die Tür mit Tapete drüber ziehen? Warum nicht einfach in Amerika, wo die Wände eh so aus Holzpappmaschen sind, einfach alles einreißen? Ich geb dir leckeren Porree. Warum kochst du eigentlich nie, Mom? Dein Dad kocht, ich halte alles sauber. Ja, alles sauber halten. Die ganzen Kakerlaken da, die an der Wand, in dem Bad da zerquetscht wurden, die müssen auch sauber gemacht werden. Da gibt's viel zu putzen in diesem Haus auf jeden Fall. Entweder der Schleim oder es geht ab ins Bett, du Meg. Vom Schleim auch essen die? Gut, bestellen kann man da in diesem Dorf wahrscheinlich auch nicht. Haben die überhaupt Internet? Ja, dieser Ding lässt sich nicht mal angucken von Eltern oder so, mal zum Arzt fahren? Gifteiche oder so, oder gehst du vom Normalen wieder, rein wieder weg? Vergesst mich nicht, Leute. Okay? Ja, so ein Umzug ist halt schon schwer, ne? Gerade in so Jugend. Ich habe auch viele Umzüge durchgemacht. Ich habe ja 3 Grundschulen besucht, weil ich 3-mal umgezogen bin. Jedes Mal neue Freunde finden, war schon kacke. Gute Nacht, klein Ich. Macht sich keine Gedanken, warum die Oma direkt schon eine neue Puppe gemacht und normalerweise auch keine Kinder aufnimmt. Hier in den Apartments, Eltern mit Kindern, Familien mit Kindern, wie sie vorhin gesagt haben. Durch ein paar Gedanken machen, plötzlich sie ausgewählt wurde. Sieht aus wie so eine Wüstenmaus mit so einem langen Schwanz zum Springen. Das ist doch keine normale Maus. Das ist so eine Springmaus. Ich weiß den Namen nicht, aber die sind normalerweise in Wüsten zu finden, glaube ich. Oh, die Wand ist weg. Ja, gar nicht gruselig oder sowas. Oh, wie beim Kindergarten. Diese Plastikröhren, wo man reinkrabbeln konnte als Kind. Jetzt gehe ich einfach rein, okay? Könnte auch ein Traum sein. Stimmt, auch wieder. Hä? Ah ja. Einmal im Kreis gelaufen. Er ist so jung, aber fröhlich und isst das Eis oben drüber. Was machst du denn hier mitten in der Nacht? Ist doch ein Traum. Du kommst. Oh, Knopfaugen. Knöpfe, gefallen sie dir? Nee. Ich bin deine andere Mutter. Sag deinem anderen Vater, dass das Essen fertig ist. Ich nehm's auch mal an. Ich hätte geschrien, es war Albtraum. Ich hätte mich aus dem Traum rausgeweint oder so. Mein Vater kann kein Klavier spielen. Dieses Klavier spielt mich. Er ist Erfinder. Ich singe über Coraline. Das ist übelster Fiebertraum, wirklich. Ist diese andere Puppen Coraline da entkommen von dieser Welt? Jetzt hat sie da reingeloggt, dass sie diese Rolle annimmt. Wer am Verhungern ist, hebe die Hand. Wow! Sie ist auch gut gelaunt und hat auch eine bessere Gesichtsfarbe. Alles ein bisschen gesünder aus. Sie ist auf die Knopfaugen halt, ne? Logisch. Jo, und was ein Essen random einfach. Der Soßenzug ist schon unterwegs. Dein Zug sogar noch. Irgendwie auch geile Idee. Aber auch ein bisschen stressig, glaube ich, mit dem ganzen Dampf hier. Yo, was? Ich habe mich auch, wie sie diese Flüssigkeiten machen im Stop-Motion. Ist das irgendwie Gelee oder sowas? Ich habe sehr großen Durst. Hast du einen speziellen Wunsch? Mango-Milchshake? Als ob einfach random Mango-Milchshake in der Decke hängt. Das muss doch ein Traum sein. Also ist ihre andere Mutter und ihr anderer Vater. Die müssen ja genau wissen, was sie mag. Willkommen zu Hause. Wir haben auf dich gewartet. Ja, man merkt, sie sind gut vorbereitet. Ich wusste nicht, dass ich noch eine andere Mutter habe. Die hat doch jeder. Ja. Habe ich auch eine? Ich kann nicht erinnern, eine mit Knopfaugen gesehen zu haben. Wir können noch etwas spielen. Verstecken? Draußen im Regen. Was ich ja wollte. Und plötzlich regnet es auch. Wir lieben Schlamm über alles. Schlammmasken, Schlammbäder, Schlammkuchen. Ja, der Schlammkuchen vor ihr, oder was? Ich hoffe, der ist nicht aus Schlamm. Random irgendwelche NPC-Bewegungen. Wow. Was fliegt da rum? Hallo, hallo, hallo.
Warum sprechen die Libellen? Was läuft so, Baby? Warum flirtet sie der komische, weirde Tentakeltyp an? Warum ist die Schildkröte wieder lebendig aus Knochen? Das ist ein Albtraum. Warum freut sie sich so drüber? Ei. Wo hast du deine Gummistiefel und deine Strickmütze? Meine besten Freunde. Mit Jochee an der See. Mit Jochee an der See, sag ich auch immer ständig, ja. Der Schlamm. Der heilt dann diese Gifteiche da. Wie die doch im Bett chillen, so und beobachten. Oh, ist ja doch nur ein Traum. Okay, ich dachte, die muss jetzt da irgendwie wieder durch die Tür durch oder sowas. Ah, da sind die Libellen an der Decke. Aber der Aufschlag ist weg. Ah, war doch kein Traum. Okay, ich fände es langsam spannend. Das ist echt merkwürdig, alles, das ganze Mysterium hier. Vor allem, dass der Schlaf sie wieder zurückgeholt hat. Coraline, du hast nur geträumt, dass du dieses Hühnchen gegessen hast. Jetzt müsste man eigentlich mal gucken, theoretisch ihren Verdauungstrakt beobachten, ob sie wirklich Hähnchen gegessen hat. Dann würde ich gern wissen jetzt. Einmal eine Stuhlprobe zum Arzt schicken. Ich habe nämlich einen ganz schrecklichen Schriftstellerausschlag an meinen... Ausschlag? Was? Der hockt wirklich zu viel vom PC dann. Oder den Schuh mal sauber machen oder so. Bobinski. Pfui! Hört sie den Scheiß nach Hause geschickt oder wie? Die ganze Post ist durcheinander gekommen. Oh, und da wohnt jemand? Läuft schon über hier, da war lange nicht mehr jemand hier. Ach, das ist der Typ, der auf dem Dach da Sport macht. Berühmter Springmaus-Zirkus, noch nicht bereit. Ach, Springmaus, die Springmäuse, die da sie da reingeführt haben in diese komische Welt. Ach. Oh. Aber wie kann der so viel trainieren und trotzdem so eine Körperform haben? Ist auch ein Talent, irgendwie so eine Körperform hinzukriegen irgendwie. Umpa, Umpa. Duppidi-du. Jetzt wird es tragisch, hören Sie zu. Umpa Lumpa, oder was? Dass der auch keine Gelenkprobleme bekommt. Ganz dünne Beine, Arme. Oh, wie groß ich denn durch die Tür auch durchgelaufen ist, geil. Rückwärts irgendwie. Ganz wild. Aber auf jeden Fall die Kaution jetzt schon mal ein bisschen weniger, ein bisschen im Loch da. Warte! Nein! Yo! Fast die Balls wegge... Die Mäuse. Sie sagen, du nicht gehen durch kleine Tür. Wo kann ich mit Mäusen reden? Das war euer Traum. Und wenn die Mäuse wollten, dass sie nicht da reingeht, dann hätten sie ja auch theoretisch sie nicht da reingeführt. Ah ja, für den Umzug jedes Mal so eine Schnur nur nehmen zum Festbinden vom Koffer. Schauspielerei also ist sie. Schauspielerin. Das sind diese Theatermasken. Oh, was für hässliche kleine Drecksköter. Schicke Wohnung aber. Du wirst verfolgt. Das ist die neue Nachbarin, Miriam. Ist eine Beziehung da? Früh für die Zeit. Wo ist eine Rentner-WG? Kann auch sein. Am meisten wurden damals ja so WGs ja getarnt, dass sie eigentlich doch zusammen waren so. Hä? Hunde ausgestopft? So viele? Wir konnten uns einfach nicht von ihnen trennen. Reinster Horror. Ich will niemals meinen Hund ausstopfen lassen. Das ist ja der pure Albtraum. Da auch den Engelkostüm anziehen und sowas. Ja, der vierte. Ich habe recht. Die doch zusammenkleben, angeleckt und waren feucht. Lesen was? Oh, aus deinen Teeblättern. Ja, das dritte Auge aufgesetzt gerade. Nur noch keine Teebeutel anscheinend dort. Das ist ein Kaffeesatz da ist. Du schwebst in Gefahr. Gib mir mal die Tasse. Sie noch keine Rückenprobleme hat da mit ihrem Vorbau da. Was sehen Sie? Eine äußerst sonderbare Hand. Ist diese Hand am Anfang? Ich sehe. Eine Giraffe! Aber die Hand ist eher aus dem Intro, die Puppe genäht hat da. Was soll ich tun? Trag nie etwas Grünes. Kauf dir so schnell wie möglich eine sehr hohe Leiter. Eine hohe Leiter kaufen? Grüne Sachen nicht tragen? Wie random ist das denn? Aber sind solche Hinweise für den Film, dass sie das machen muss? Ja, ist auch richtig gut getan, der Typ. Man sieht ihn gar nicht. Stalker! Au! Oh, ich hab dich nicht verfolgt. Nein, gar nicht. Wir jagen bloß Nacktschnecken. Ja, genau. Mit dem Ding nach oben, wie so. Guckloch da. Oh, VW-Werbung, gut eingebaut hier. Wie hast du das eigentlich hingekriegt, dass mir diese Puppe so ähnlich sieht? Die hab ich so gefunden. So, ich hatte die Oma gemacht. Also wenn er die nur gefunden hat, dann ist es ja wohl klar, dass es die originale Puppen-Caroline, die entkommen ist. In der Welt nur eine Puppe ist. Ja, du musst dich irgendwie anders beschäftigen. Ja, klar, wenn es nichts da gibt, zu machen gibt. Coraline zählt Fenster und irgendwelche wirklichen Sachen und er fängt Nacktschnecken und fährt Fahrrad. Ich war noch nie im Rosa Palast. Oma würde mich umbringen. Als sie noch klein war, ist Omas Schwester verschwunden. Sie wurde gestohlen. Oh, Knopfaugen. Da war auch die Knopfaugenpuppe wieder. Und er wohnt nicht im Apartment. Ich hatte da die alte Oma da unten im Keller, wäre seine Oma, aber das ist die gar nicht. Da geht er nur hoch, um irgendwelche Gruselaktionen zu erleben und... So, diese Käse, die diese Mäuse anlocken, dass sie sie wieder in diese Tür führen. Wo die Mäuse da vorhin dem einen Typen gesagt haben, geht da nicht rein. Die haben auch Knopfaugen, diese Mäuse. Ah, das sind Mäuse aus der anderen Welt. Die Mäuse in der Welt waren sie davor, aber die anderen Mäuse wollen sie da reinlocken. Das ist eine Gegenteilwelt. Und wie sich direkt freut, da wieder reinzugehen. Gut, für sie ist es ja ein Paradies, ne? Gutes Essen, sympathische Eltern. Aber komischerweise sieht das Wohnzimmer immer gleich aus. Nur die anderen Zimmer sind anders.
Nur das Eis von dem Jungen da oben ist halt anders, ja. Wie aufmerksam von dir, uns diesen leckeren Cheddar zu schicken. Die essen den Käse, den sie da auf den Boden gelegt hat, in die Mäusehand gehabt haben, da reingetragen haben. Vor allem, wo ist die andere Schwester, Tochter von ihr, seiner Oma? Die wurde ja auch entführt, aber wo ist die hin? Oh, einen riesigen Garten. Aber passend zu dem Beruf, den die Eltern haben, ne? So Gartenbuchautoren, Kolibris, die nachts rumfliegen. Oh. Alles nicht so ganz, ein bisschen gruselig. Der Vater reitet auf einer Gottesanbeterin, sondern die Cora noch als Bildstütze hat. So wird er gegossen. Ach ja, so ein bisschen Wasser werden gleich alle Blumen am Sprießen. Ja, ich suche gerade Logik in Träumen, die sie hat. Was für ein Instrument spielst du so? Ja, Gitarre. Und du? Ja, ich spiele Blume. Klar. Hört auf, damit sie zu kitzeln, ihr maulenden Löwen. Weil es Maul-Löwenmäulchen sind. Die Blumen heißen so, glaube ich. Ist ja offiziell ein Halloween-Film, da sind ja die Kürbisse da ausgemalt. Ja, das ist sie, ihr Kopf. Mutter hat gesagt, das würde dir gefallen. Ja, wer will nicht sowas haben? Das ist ein bisschen zu übertrieben. Typisches Einzelkind-Treatment hier. In unserer Welt ist alles in Ordnung, Kleines. Bis auf die Knopfaugen. Na toll, ein anderer Wybie. Das ist wahrscheinlich cool, aber selbst da die Haltung hat er nicht verbessert. Der läuft immer noch so rum. Ich dachte, du magst ihn vielleicht mehr, wenn er etwas weniger redet. Also habe ich ihn repariert. Repariert? Wie so auf den Kopf tätschelt und sagt repariert. In seinem Gehirn rumgepfuscht? Ich fände das gruselig. Dafür, dass du nichts sagen kannst, bist du ja richtig fröhlich. Vielleicht ist es auch repariert worden. Die Augenwinkel nach oben genäht worden. Ja, auch geile Möglichkeit einzutreten, Türen. Oh, der Mäusezirkus ist fertig hier bei in der Welt. Also ist ein aufgeräumter auch. Zuckerwattenkanonen. Also sie haben wirklich jeden Traum. Ausgekacktes Popcorn von dem Huhn. Will ich nicht unbedingt essen jetzt. Yo, von innen größer als von außen. Ist alles zu perfekt irgendwie. Es wird wahrscheinlich noch einen Twist geben am Ende. Das ist nicht so die perfekte Welt, wie sie vorgeht zu sein. In ihn rein? Muss auch übelst kitzeln. Ich sehr tierfreundlich auch. In diesen dünnen Ärmchen da die Mäuse rein. Wo halten die sich auf? Und bei ihm ist der Brustkorb hier oben größer und nicht der Bauch wie in anderen Welt. Ist denn Zuckerwatte von seinen Haaren weg? So Abendessen, Zuckerwatte, geil. Die Mutter sitzt auf dem Stuhl, wo später die Puppe ist. Ist die Mutter das? Nee, das soll ja sie darstellen eigentlich. Und immer so dieses Trostlose. Ich glaube, sie wünscht sich, dass er am nächsten Morgen dann da auch wieder aufwacht. Aber das sind Käsekrümel. Das heißt, es war vielleicht doch echt. Oh oh, zugemacht worden. I love Mulch steht da oben drauf. Ah, ist aber der Vater arbeitet oder wie? Was haben die für Oberweiten teilweise, die Charaktere hier? Hä, die müssen alle Rückenschmerzen des Jahrtausends haben. Die ganze Schule wird nur laue Sachen tragen. Sowas hat da niemand. Aber bunt fällt dann auf, ja. Meine andere Mutter würde sie mir kaufen. Wird da reingetrieben, die andere Welt, dass sie die besser finden, immer mehr. Aber die Eltern haben alle Knopfaugen. Ich kann nicht in einer Welt leben, wo Eltern Knopfaugen haben. Am Ende wollen sie, dass sie auch noch Knopfaugen hat oder sowas, um dazuzugehören. Und dann programmiert die Mutter auch in ihrem Hirn irgendwas rum. Ich muss sowieso einkaufen gehen. Willst du mitkommen? Du kannst dir aussuchen, was du magst. So wie die Handschuhe. Man kann nicht alles nach ihrer Pfeife tanzen. Das ist halt die Traumwelt da. Du bist Einzelkind, die ist schon direkt verwöhnt hier schon. Die wird so verzogen sein, wenn sie direkt alles kriegen würde, was sie sich wünschen würde. Ach, Mutter hat es zugeschlossen, diese Tür. Ach, super Versteck. Das hätten wir direkt wegschmeißen können auch, oder? Nach links rum? Links rum muss er zuschließen. Wind. Hä, es ist offen? Nicht nur nachts, auch tagsüber? Das heißt nicht nur im Schlaf? Oder ist sie gerade eingenickt am Tisch? Nee, müde sah die nicht aus. Die Katze ist auch da? Ist es die Gegenteilkatze oder ist es dieselbe Katze, die durch das Loch gegangen ist? Ich bin nicht das andere irgendwas. Hat die keine Knopfaugen? Sie hasst Katzen. Versucht, mich vom Haus fernzuhalten. Das kann sie natürlich nicht. Wie die Grinsekatze ein bisschen von Alice im Wunderland. Stimmt doch so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Sie fällt ein Loch rein, sie krabbelt ein Loch rein. Wahrscheinlich will die Mutter die Katze fernhalten, weil sie halt Caroline aufklären kann. Ah, ein Theater, wegen den Theatermasken, die wir da gesehen haben. Weil die früher auch viel Theater gespielt haben, wir haben die ganzen Poster gesehen. Und die ganzen Hunde leben noch. Und oh Gott, wie gruselig. Oben sind es die Mäuse, die was machen. Hier sind es die Hunde, die viel mit tun. Sie ist ja fast nackt. Na! Geschehen! Geschehen! Jeder wird zu einer ganz anderen Version von sich dargestellt. Das kann ich euch wahrscheinlich nicht zeigen. Das ist zu freizügig gerade. Und ich glaube, ihr wollt es auch gar nicht sehen. Das brennt mir die Augen gerade weg. Verbannt, alte Ausländer, trotz üppiger Brust. Trotz übriger Brust. Übriger Brust, ja. Ah, okay. Fische gegen Austern. Aber hier auch in der Welt sind sie gegeneinander. In der Welt waren sie auch so ein bisschen gegeneinander am Beefen. Das ist erstmal, dass was schief geht auch hier bei der ganzen Sache. Bisher lief alles perfekt. Gibt es noch einen Drahtseilakt oder was, ins Wasser zu springen? Ja, als ob wirklich noch. Gehört das zum Theater dazu oder schon eher zum Zirkus? So wie auf dem Plakat aussahen. Lang und dünn. Das ist wieder friedfertig. Das ist alles ein Theater, ja?
Was macht sie noch random mit? Yo! Aber wo sind die Eltern jetzt gerade? Haben die auch einen Job, wo sie arbeiten müssen in der Knopfaugenwelt? Ja, was für eine Körperspannung sie hat. Ich weiß nicht, ob ich so einen Applaus cool finde, so mit Hunden, die bellen. Und zufällig warten sie hier oben auch schon. Wussten sie, wann die Vorstellung endet, oder was? Oder haben sie die ganze Zeit da vorne gewartet jetzt? Oh, guck, besorgt aber. Deine Programmierung nicht alles gut gepasst hier. Da kommt schon die ersten Zweifel auf hier. Du könntest hier für immer bleiben. Es gibt da nur eine Kleinigkeit, die wir tun müssen. Wahrscheinlich die Knopfaugen festnähen. Ja, Knopfaugen. So spitz, das spürst du gar nicht. Au! Das macht's nicht besser. Aber sie muss anscheinend aktiv dafür entscheiden, oder? Das kann ich nicht zwingen. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin müde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, sie will durch Schlafen wieder aufwachen in ihrer Welt. Ich bring dich, wenn du willst. Du hast schon so viel getan. Gern geschehen. Einfach da gespawnt. Batman. Schon bald wirst du alles so sehen, wie wir. Dann kann die Mutter auch in den Kopf rumfuschen, oder was? Kann Coraline nicht diese Puppe da einfach da reinschieben durchs Loch, dass die dann lebendig wird oder so? Was weiß ich nicht. Coraline, willst du nicht spielen? Wie kann sie denn bei sowas Ängstlichem überhaupt auch schlafen dann? Da ist die Giraffe auf einem Panzer? Ich könnte da nicht schlafen bei dem Stress. Ich will die ganze Nacht wach liegen wahrscheinlich. Jetzt Plot Twist, sie wacht doch auch in dieser Welt wieder auf. Ja, ich wusste es. Auch noch zu eingesperrt? Was ist nachts? Seit tagsüber geschlafen? Ja, bis nachts, ja. Alles wird gut. Ihre Stärke ist unsere Stärke. Oh, okay. Die werden von ihr kontrolliert alle. Baby! Er hat ein langes Gesicht gezogen. Fand Mutter gar nicht gut. Er hat nicht gegrinst, so wie sie es wollte. Er hat noch mal eine eigene Tür raus aus dem Haus. Aber ich würde einfach noch mal schlafen, als in der Nacht noch mal durchschlafen. Vielleicht ist das Problem gewesen. Was genau hast du jetzt eigentlich vor? Ich verschwinde von hier. Frag die Katze doch einfach, was ist mit dem Himmel los? Nicht gerendert. Hier ist gar nichts. Sie hat nur das gemacht, wovon sie wusste, dass es dich beeindruckt. Oh, genauso wie der anderen Oma da, die Schwester. Vielleicht möchte sie nur etwas zu essen. Ja, die muss ja irgendwie essen auch. Ja, stimmt irgendwie. Die andere muss ja auch irgendwo hingegangen sein, die andere Zwillingsschwester von der Oma von YB. Aber wie gesagt, die Katze weiß ja, wie man zurückkommt. Die müsste eigentlich theoretisch da einen Weg finden. Das ist eine von den Zirkusmäusen. Das ist keine süße Maus. Das ist eine Ratte. Die hier hat Alarm geschlagen. Aber wie gesagt, ich würde mal gucken, wie Katze nach Hause kommt wieder. Will sie jetzt schlagen oder was? Ach, da ist das Wohnzimmer drin, da geht's zu dieser Tür. Ach so, deswegen wolltest du da rein. Aber die Tür... dieser Koffer ist ein Käfer. Die ganzen Möbel sind Käfer? Sie hat's doch umgeändert. Es war nur Tarnung. Pralinen können natürlich auch nicht schaden. Möchtest du eine? Wie Spinnen, die glaube ich auch ihre, wo die Mütter die Kinder fressen. Nee, andersrum, da essen die Kinder die Mütter. Ich zähle bis drei. Eins, zwei. Oh, so lang und dünn wie Bobinski. In den Spiegel reingeschubst worden. Nicht gut geputzt, der Spiegel auf der anderen Seite. Sei leise und weise. Klingt wie Toph von Avatar. Ist das die Oma von YB? Oh, nicht mehr ganz lebendig so. Die hat den Knopfaugen festgenäht bekommen. Die alte Vettel hat unser Leben durch die Augen der kleinen Puppe ausspioniert. Oh, genau wie bei ihr die Puppe war. Ja, wie sagen sie auch die alte Vette? So fett war die gar nicht. Die war eher lang und dürr. Sie hat uns hier eingesperrt und unser Leben aufgefressen. Okay. Das heißt, Coraline auf jeden Fall schon mal nicht die Knöpfe festnähen. Dass sie es auch nicht mitmachen lassen haben. Knopfaugen genäht. Vielleicht. Findest du unsere Augen? Hat sie euch die auch weggenommen? Ja, anscheinend, offensichtlich. Dann werden unsere Seelen befreit. Auch, dass die Seelen dort gefangen sind, auch in der Welt. Schrecklich. Oh, das ist YB. Hat diesmal eine Hühnermaske auf. Oh, sie hat ihm das Gesicht grinsend genäht. Oh Gott. Das hat keiner gehört gerade, nein. Richtiger Gang noch? Funktioniert überhaupt noch? Wo ist so viel Spielzeug drin? Wo ist er so verstaubt? Wie lange war sie denn weg? Also sie ist zurück. Alte Zimmer und das Eis auf dem Boden. Wahrscheinlich war sie nur ganz kurz weg, so ein paar Sekunden wahrscheinlich. Also ist auch ihr Leben mehr zu schätzen als mit den Eltern. Oh, Mams Einkäufe! Tolle Einkäufe. Aber schon günstiger auch. Diese Puppe gestohlen. So aus wie du. Sah auch mal aus wie dieses Mädchen mit den vielen Zöpfen. Die Schwester, die verschwunden ist. Ohne ihre Augen kommt sie da nicht raus. Ja, aber die kommt ja doch nicht mehr zurück. Die ist ja dann eine Seele, die freikommt. Gib ihm einfach die Puppe und fertig. Da denkt auch gerade, sie dreht noch mehr durch als er. Du glaubst mir nicht? Frag die Katze. Mom, Dad. Hä, ist Auto und das Handy liegt da? Das Schlüssel steckt sogar. Wo sind die hin?
Wurden die andere Welt rübergelockt auch? Ich dachte, es wäre jetzt fertig, das ist der Film, geht noch weiter. Stricken Sie Flügel nicht nur für die toten Hunde? Das ist nur Vorausschauen. Oh nein, wie makaber, der kriegt ja schon seinen Beerdigungsmantel gestrickt. Deine verschwundenen Eltern, wir wissen, was du jetzt brauchst. Oh Gott, 1921 Süßigkeiten. Was, warum die alten Süßigkeiten? Wollen Sie aus der Zukunft rauslesen aus den Bonbons oder was? Hier, bitte, Süße. Das könnte dir helfen. Die sind gut gegen Verlorenes. Bonbons? Doch ein bisschen magisch. Aber schöne Kunst mit so Nähdingern. Eingeknosterte Bonbons draußen, Amulett zu basteln. Die Brille sogar auch da gelassen, die Eltern. Sind die einfach weg aus Polizei rufen? Jetzt war's in einer anderen Welt auf. Das wär's jetzt. Weißt du, wo Mom und Dad sind? Oh, sie weiß es. Sie nickt. Im Spiegel. Den ist da drin kalt? Schreiben die Help. Spiegelverkehrt, ja. Helf uns. Ja, das hilft denen nicht. Aber krass, die Spiegelteile auch alle zu ihr zeigen. Die spitzen Teile. Es gibt auch Puppen von denen. Die sind zusammen. Ich hoffe, es sind keine Voodoo-Puppen gewesen. Sonst brennen die Eltern auch gerade. Aber wird ihnen vielleicht ein bisschen warm. Im kalten Spiegel. Dann gibt es nur eins. Ab durch die Tür. Wir haben ja das Bonbon-Ding mit, das eigentlich kleben müsste wie noch was. Aber jetzt durchgehen dieser Tunnel da. Fordere sie heraus. Sie hat eine Schwäche für Spiele. Stimmt, mir kommt auch voll bekannt vor. Ich weiß gerade nicht von wem. Caroline, du kommst unseretwegen zurück. Nee, ist nicht die echte Mom. Die würde nicht direkt an der Tür da warten, oder? Das ist eine Falle gewesen. Ja. Die kann auch echte Augen tarnen. Der Vater sieht aber auch ganz anders aus. Er ist zum Kürbis geworden. Den Schlüssel hat sie mitgenommen von einer anderen Welt. Und hat sich schon viel früher den Schlüssel geholt, wenn es nur einen gibt. Gut, das muss ja jemand auf einer Seite sein, der die Tür aufmachen kann. Und wahrscheinlich wurde die Tür zurecht zugemauert, dass da keiner mehr reingehen kann. Kann sich wenigstens ihre Mutterform wieder annehmen? Das wäre ein bisschen friedlicher für sie wahrscheinlich, oder? Hast du nicht Lust auf ein Entdeckerspiel? Meine echten Eltern und die Augen der Geisterkinder. Wenn ich verliere, bleibe ich für immer hier. Hohe Wette. Kann man ihr vertrauen überhaupt? Ich habe drei Wunder für dich erschaffen. Der Garten, vor den Augen versteckt. Und wie viel Zeit hat sie dafür, um es zu finden? Die kann jetzt theoretisch jahrelang suchen, oder? Ohne ihre Energie der Mutter kann sie nicht so lange gut existieren. Praktisch, dass sie es mitgenommen hat. Das Amulett, die wissen, dass es vielleicht mächtig ist und wollen sie entreißen. Wow. Was ist da? Schwarz-Weiß-Filter? Verlorenes Auge. Will die nicht will du. Cool, dass er zusagt. Oh, das Auge. Alle leiden unter der Mutter auch. Wo sind weggezeichnet? Oder es gefriert ein? Zwei Augen sind noch versteckt. Hä, aber das ist doch nur ein Auge. Oder ist diese Kugel zwei Augen an sich? Okay, es gibt ein Zeitlimit. Eine Nacht. Aber auch wieder der Vollmond. Durch den ganzen Film waren verschiedene Mondphasen zu sehen. Das war kein wirklicher Vollmond, aber ich weiß, was ich meine. Theater oben bei Bobinski muss dann auch ein Auge sein. Bei jedem von diesen Wundern. Fette Süßigkeit könnte eine Falle sein, ich weiß es nicht. Wilde Vermutung. Ja. Oh, wie so ein Uterus. Heißt das Uterus? Wie so ein Kind drin ist. Halt irgendwas dieses Auge fest. Auf ihn reinfassen. Die Perle. Von der Auster. Geben! Geben! Gib das zurück! Ach, treiben diese Augen, diese Wunder an? Weil vorhin ist der Vater auch erfroren, als er ihr das Auge gegeben hat. Und die klammern sich gerade um dieses eine Auge rum. Nimm die Knettenschere. Oder lass sie von eigenen Hunden fressen. Guck, jetzt frieren die ein oder verlieren ihre Macht wegen des Auges. Dadurch treibt die Mutter ihre Energie her. Ein Knopf. Schatten. Coole Idee. Oh, Wybie. Wybie ist auch der Sand rausgenommen worden. Klar, der hat sie rausgelockt aus der Welt. Suchst du das? Ja. Wir dir werden mit dir lachen. Ja, das funktioniert jetzt nicht mehr, glaube ich. Der Zug ist abgefahren, dass sie das glaubt. Sie sind nur eine Kopie, die sie vom echten Mr. B gemacht hat. Ja, aber die Ratte ist es selbst. Ja, die ganzen Ratten, die seinem Hemd gekrabbelt sind, das ist ja nicht krass. Ja, gibt Sinn. Ich hab schon gewundert, wie der dünne Arme da die Ratten da reinpassen können noch, aber der besteht aus den Ratten. Oh, nein! Oh, siehste, Zucker ist dein Tod. Hört auf, Zucker zu essen, Leute. Wieso wirft sie das Ding auch weg, das Wichtige, was sie braucht? Hä, es war auch so mega dumm gerade. Jetzt hat sie ja nichts mehr, hä? Schon dezent dumm. Oh, oh. Ich habe das Spiel verloren. Nee, geh doch nicht auf. Du hast Zeit. Die Katze, die fängt die Ratten. Wo ist der Ball? Ja, wie ich gesagt habe. Ja, geil. Es ist so stark gemacht irgendwie. Ich mag diesen Sound, dieses ASMR-Sound mäßig. Ohne diese ganzen Kugeln geht der Mutterschirm auch die Energie aus, um die Welt aufrechtzuerhalten. Deswegen brauchst du unbedingt ihr Auge, dass die Welt weiterhin bestehen bleibt. Ja, wirklich so eine Spinne. Spinne jetzt überall. Käfer, Insekten. Ah, das sind die langen, dünnen Hände, die wir im Intro gesehen haben. Die diese Puppe genäht hat. Die sind auch die Spinnenweben bei der Nähmaschine. Nicht, weil es schon so lange nicht mehr gemacht wurde, sondern weil die selbst ein Spinnenfisch ist. Sei schlau.
Miss. Das ist sogar vom Auto sogar so ein Kuppelding gewesen, sehe ich gerade. Sie befinden sich hinter dieser Tür. Ach, wirklich? Ah, muss den Schlüssel jetzt rauswürgen, den muss ich dann abnehmen. Ach, da im Detroit so Ding drin sind drin. Los, weiter. Mach sie auf. Ich wäre schon als diese Frau schon verdächtig, wenn sie da so nah bei dem Kamin steht, wo die Eltern eingesperrt sind. Sie sind nicht dort. Na, die Katze war missbraucht, hä? Wo ist denn davon bei dem Plan? Nein! Die Knopf abgemacht. Ich stelle dich die Tür rein. Und ein Spinnennetz. Ja, wie eine Spinne in die Falle geraten. Katze könnte abhauen jetzt einfach. Würde ich auch genauso machen. Na, er wurde von Caroline missbraucht gerade. Wo bist du? Sie sieht's ja auch nicht. Aber Spinnen können ja auch Leute orten anhand des Netzes, wo sie rumkrabbeln. Ja, hier zum Beispiel. Dann weiß sie, wo sie ist, wie die echten Spinnen es auch machen. Saugeile Idee. So ein gutes Konzept von dem Film. Magst du es, dich deiner Mutter zu widersetzen? Oh, ins Gesicht getreten. Aber ist Caroline überhaupt genauso stark? Na, bitte, ah, die Seelen helfen du. Ihr. Okay. Da ist ein Nadel auch von da dran an den Fingern. Ich sterbe ohne sie. Ja, siehst du, sie stirbt ohne sie. Sie braucht Energie. Jetzt kommst du den Eltern zurück und sagst so, ja, ich habe mit diesen magischen Kugeln habe ich euch befreien können. Das ist ja so ein Schallknüppel und so. Oh, ist kaputt zersprungen. Eltern sind zurück. Wie, sie geht jetzt noch Anschiss dafür, dass er das Ding kaputt gemacht hat. Oh nein, du hast meine Lieblingsschneekugel zerbrochen. Ja, genau, das war's jetzt, ja. Jetzt weiß man nicht, war das jetzt ein Traum oder war das echt? Ich hätte mich gefreut, wenn die Eltern es gewusst hätten. Hä? Mäusefalle? Ah, die Mäuse sind nicht wieder entführen. Ah, nee, ist keine Mäusefalle, ist ein Geschenk. Die Handschuhe. Oh. Es ist soweit, sie freizulassen. Und wie? Hä? Als müsste sie immer die freilässt. Und das Kopf ist lesen und einschlafen. Da sind sie. Das ist doch alles wie ein Traum, oder was? Warum ist ein Van Gogh-Gemälde so? Mädchen, du schwebst in schrecklicher Gefahr. Was? Es geht um den Schlüssel. Die Fette wird ihn finden. Wir sagen, die Fette, die ist nicht fett. Alles so verwirrend. Oh, die sind kaputt. So einen schweren Kopf. No! Der Schlüssel, ich muss ihn irgendwo verstecken. In den Brunnen? Da wird die Geschichte erzählt wie im Kreis. Finde ich auch geil. Der hat am Anfang den Brunnen gesucht, jetzt meist er den Schlüssel in den Brunnen. Oh, die Hand! Nein! Wenn sie den Schlüssel bekommt, was dann? Kann sie in die Welt rüberkommen? Dass sie immer noch nicht fertig ist. Ja, sie geht zum Brunnen, ja. Wybie. Oh, hat die Mutter von der erzählt? Er hilft ja random jetzt. Von der sieht auch diese metallene Hand. Er ist der Einzige, der weiß, was abgeht. Ja, geil. Wodurch hast du deine Meinung geändert? Mama hat mir dieses Foto gezeigt. Oh, das Bild. Hätte sie genau beschrieben, wie sie aussah. Hätte sie genau beschrieben können. Und die hat diese Puppe gehabt da auch. Jetzt ist der Garten auch schön. Guck mal, jetzt kommt ein Loch raus in den Matsch. Und der tote Hund isst Pizza. Auch nicht so gesund, glaube ich, oder? Warum ist die Musik so uneasy? Was? Yo, komm, so ein Plot-Twist am Ende jetzt noch, oder was? Doch nicht in der echten Welt, oder wie? Aber ja, das war Coraline. Alles sehr, sehr wild, aber geiler Film, geiles Konzept, geile Story, dass es auch immer weitergeht. Man denkt zuerst, die Story ist fertig, dann geht es doch noch weiter irgendwie. Und wenn ihr jetzt noch weiter in Halloween-Stimmung seid, würde ich natürlich sehr, sehr gerne ein Video von mir angucken von letztem Jahr zu Halloween. Da habe ich das Video hier hochgeladen, zu Hotel Transylvanien. Und noch ein anderes Video, was auch sehr cool ist. Check das gerne ab. Bis zum nächsten Video. Ich bin Profi-Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfell.